Tatsächlich ist es so, dass wir ganz, ganz am Anfang in 2019 haben die ersten Autorenschulungen im ganz kleinen Rahmen hat das TTS gemacht. So ein, zwei Mal haben wir die ersten Autoren, da waren wir noch eine ganz kleine Gruppe, waren wir 10, 12 Leute, die haben wirklich TTS gemacht. Und dann haben wir das aber ganz schnell auch übernommen, weil wir gesagt haben, wir wollen da unabhängig sein, wir möchten das intern abbilden können und haben dann zu Beginn 2020 das erste Mal ganz normale Classroom-Trainings, also wirklich face-to-face, ne, uns hingesetzt, haben mit Computer, was auch sehr angenehm war, die Software beigebracht. Ja, und dann kam Corona und dann war das Thema natürlich vorbei. Das heißt, wir haben relativ schnell auf Webinare beziehungsweise ganz normale digitale Schulungen umgestellt. Und da ist es in der Regel so, dass die Software ist tatsächlich komplex. Es ist auch komplex, welche Inhalte wer machen möchte. Deshalb machen wir es so, dass wir insgesamt ein vierstündiges Training haben, was wir aber dadurch, dass es digital stattfindet, jeweils immer auf 2 Tage aufteilen und dann eben nur 2 Stunden. Ja, also 2 Stunden, einen Tag, einmal ein Teil des Inhalts und dann halt der Rest, weil wir der Meinung sind, es ist zu viel sonst. Es ist eine Software, es ist auch nicht so einfach für jeden zu verstehen. Wir machen das international, ja, und das ist so die Art und Weise, wie wir dann halt versuchen, das entsprechend aufzuteilen. Und die Inhalte, ja, die sind auch so ein Stück weit aus Erfahrung entstanden. Wir haben natürlich auch immer mal im Austausch mit TTS gefragt, naja, wie stellt ihr sowas auf? Wie macht ihr das? Das heißt also, wir haben es auch gemerkt, was brauchen die Autoren? Ja, nach einer Weile merkt man ja auch, was sind immer wieder Themen, die schwierig sind. Und dann baut man sich irgendwann so eine Schulung auf. Und ja, wir sind ja auch immer wieder für Fragen da. Also das funktioniert schon ziemlich gut. Das ist inzwischen ziemlich etabliert in den 2 Jahren Corona.